ewig ist. Was du willst, ist nicht von Gott. Und womit du lohnst, ist Tod. Der am Kreuz ist meine Liebe, dem ich treu zu sein mich übe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Gläubige, wir dürfen diesen Abend beim Herrn sein, bei seinem Leiden, bei seinem Kreuz, aber auch bei seiner Auferstehung. Denn Tod und Auferstehung Jesu dürfen wir bei jeder heiligen Messe feiern und nicht nur feiern, sondern gegenwärtig setzen. Das heißt, wir dürfen einfach dabei sein. Wir stehen beim Kreuz und erwarten mit Maria die Auferstehung. Aber zu Beginn ist es immer wichtig, dass wir an die Brust klopfen und um das Erbarmen Gottes bitten. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du selber wächst in uns das Verlangen, dir zu dienen. Heilige uns durch Werke der Buße. Erleuchte und stärke uns, damit wir treu den Weg deiner Gebote gehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Buch Daniel. In jenen Tagen sprach König Nebukadnezar: Ist es wahr, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr verehrt meine Götter nicht? Und betet das goldene Stammbild nicht an, das ich errichtet habe? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen und Zittern, der Harfen, Lauten und Sackpfeifen und aller anderen Instrumente hört, und sofort niederzufallen und das Stammbild anzubeten, das ich habe machen lassen, ist es gut. Betet ihr es aber nicht an, dann werdet ihr noch zur selben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen. Welcher Gott kann euch dann aus meiner Gewalt retten? Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf zu antworten. Wenn überhaupt jemand, so kann nur unser Gott, denn wir verehren, uns erretten, auch aus dem glühenden Feuerofen. Und aus deiner Hand, König, kann er uns retten. Tu dir es aber nicht, so sollst du, König, wissen, auch dann verehren wir deine Götter nicht und beten das goldene Standbild nicht an, das du errichtet hast. Da wurde Nebukadnezar wütend.
Sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn und über Schadrach, Meschach und Abednego. Er ließ den Ofen 7-mal stärker heizen, als man ihn gewöhnlich heizte. Dann befahl er, einige der stärksten Männer aus seinem Heer sollten Schadrach, Meschach und Abednego fesseln und in den glühenden Feuerofen werfen. Da wurden die Männer, wie sie waren, gefesselt und in den glühenden Feuerofen geworfen. Aber der Engel des Herrn war zusammen mit ihnen in den Ofen hinabgestiegen. Der König Nebukadnezar fragte seine Räte: Haben wir nicht 3 Männer gefesselt ins Feuer geworfen? Sie gaben den König zur Antwort: Gewiss, König. Er erwiderte: Ich sehe aber 4 Männer frei im Feuer herumgehen. Sie sind unversehrt, und der 4. sieht aus wie ein Göttersohn. Da rief Nebukadnezar aus: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, denn er hat seinen Engel gesandt und seine Diener gerettet. Im Vertrauen auf ihn haben sie lieber den Befehl des Königs missachtet und ihr Leben dahingegeben, als dass sie irgendeinen anderen als ihren eigenen Gott verehrten und anbeteten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der am Kreuz ist meine Liebe, Sünde, du bist mir verhasst, weihe mir, wenn ich den betrübe, der für mich am Kreuz erblasst. Kreuzigt ich nicht Gottes Sohn, tritt ich nicht sein Blut mit Hohn, der Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Selig, die das Wort mit aufrichtigem Herzen hören und Frucht bringen in Geduld. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien.
Sie erwiderten ihm: Wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch. Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid, aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten ihm: Unser Vater ist Abraham. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr Kinder Abrahams wäret, würdet ihr nicht so handeln, würdet ihr so handeln wie Abraham. Jetzt aber wollt ihr mich töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet hat. Die Wahrheit, die ich von Gott gehört habe. So hat Abraham nicht gehandelt. Ihr vollbringt die Werke eures Vaters. Sie entgegneten ihm: Wir stammen nicht aus einem Ehebruch, sondern wir haben nur den einen Vater, Gott. Jesus sagte zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er hat mich gesandt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wie oft musste Jesus das sagen, das ihn der Vater gesandt hat? Und wie oft glaubten ihm die Leute nicht? Allen aber, die ihm glaubten, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, so heißt es im Johannesevangelium. Der Vater, Gott ist dreifaltig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater sendet den Sohn in die Welt, dass er wie einer von uns wird, ein Mensch, damit er das Menschliche ins Göttliche hineinführt. Und er hat es getan, indem er das Menschliche und das allzu Menschliche, nämlich die Sünde der Menschen, in sich aufgenommen hat, nicht indem er selber auch mitgesündigt hätte, sondern er hat sie, die Sünden der Welt, auf sich genommen und hat sie ans Kreuz mitgenommen und hat sich auf diese Weise mitsamt der sündigen Menschheit dem Vater geopfert. Den Tod auf sich genommen, denn die Menschen sterben. Aber er ist nicht beim Tod stehen geblieben. Er ist am dritten Tag auferstanden. Wir werden bald das Auferstehungsfest Ostern feiern. Wir dürfen auch niemals beim Kreuz stehen bleiben, sondern immer auch das Auferstehen mitdenken. Auch wenn wir neben einem Sterbenden sind, auch wenn wir jemand, der gestorben ist, neben uns haben, dürfen wir wissen, dass das nicht das Ende ist. Wir dürfen wissen, dass es eine Auferstehung gibt. Vor allem für jene, die Christus nicht abgewiesen haben.
die Christus aufgenommen haben, die an ihn geglaubt haben und auf diese Weise mit ihm in den Tod gegangen sind, um auch mit ihm in die Auferstehung zu gehen. Freilich fragen wir uns dann, was ist es denn mit denen, die Christus gar nicht kennen? Und es sind ja viele, mehr als die Christen sind Nicht-Christen auf der Welt. Was ist es mit denen, die Christus gar nicht kennen? Sie konnten ihn weder annehmen noch ablehnen. Aber Gott sieht in das Herz eines jeden Menschen und weiß, was er, wenn er Christus kennengelernt hätte, wie er sich da auch verhalten hätte ihm gegenüber, ablehnend oder glaubend. Und auf diese Weise wird auch sein Urteil sein. Wir dürfen aber hoffen und immer wieder neu hoffen, dass Gott barmherzig ist, vor allem dann, wenn wir Abstand nehmen, immer wieder neu Abstand nehmen von allem, was uns von Gott trennt, von aller Sünde, dann dürfen wir die Barmherzigkeit Gottes mit Recht auch erwarten. Und Gott wird barmherzig sein, wie der barmherzige Vater auch diesem verlorenen Sohn gegenüber barmherzig war, der zurückgekehrt war. Wir wollen also beim Vater sein, zusammen mit dem Sohn Jesus Christus, und den Heiligen Geist bitten, dass er auch an uns die Erlösung vollzieht, die Heiligung, damit wir in den dreifaltigen Gott mehr und mehr hineingenommen werden können, bis wir dann im Himmel in der Herrlichkeit des dreifaltigen Gottes eine Ewigkeit lang sein dürfen. Darauf dürfen wir uns freuen, und diese Freude soll uns begleiten, heute und immer. Gelobt sei Jesus Christus. Christus bringt die Wahrheit, er macht uns frei, zu ihm lasst uns rufen. Steht den Leidenden und Bedrängten bei. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schenke den Regierenden Kraft für gerechte Entscheidungen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Ermutige alle Menschen, ihr Gewissen für ihr Leben und ihre Taten zu Rate zu ziehen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schenke den Seelsorgern Zeit für gute Begleitgespräche und für das persönliche Beten. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lass unsere Verstorbenen in deiner Liebe geborgen sein. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Auch das Anliegen der Heiligen Messe nehmen wir in die Fürbitte hinein. Ruema Maria für verstorbenen Gatten und die Kinder für verstorbenen Vater. Christus, höre uns. Christus. Denn du bist der Sohn, der uns wirklich frei macht. Durch dich preisen wir den Vater jetzt und in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasse uns der Kelch des Herrn teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Gott, unser Vater, von dir kommen alle Gaben. Wir bringen sie zu deiner Ehre dar. Schenke sie uns wieder als Speise zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich das Gericht. Im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Singt heilig, heilig, heilig ist unser Herr und Gott. Singt mit den Engeln heilig. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum,
reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, auf in dein Reich, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche, und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes.
nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Frevler, was befremdet dich, dass ich meinen Jesus liebe? Jesus gab sich selbst für mich, so wird er mein Friedensschild, aber auch mein Lebensbild. Der am Kreuz ist meine Liebe, dem ich treu zu sein mich übe. Der am Kreuz ist komm, o Tod, du bist mein Freund, wenn ich einst im Grab zerstiebe, wird mein Geist mit Gott vereint, werd ich schauen, Gottes Sohn, ernten seiner Leiden Lohn. Der am Kreuz ist meine Liebe, dem ich treu zu sein mich übe. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, das Sakrament, das wir empfangen haben, sei uns Heilmittel gegen das Böse in unserem Herzen und Schutz in jeder Gefahr. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir durften beim Herrn sein eine gute halbe Stunde. Nehmen wir mit, was er uns in dieser halben Stunde geschenkt hat, und gehen wir mit seinem Segen in die weiteren Abendstunden hinein. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.